Servus und Hallo bei Not Another Dope Show. Heute geht es einmal um den Daniel B., mit dem ich in Bernau war. Dort kannte ich ihn aber nur unter dem Namen Punky. Ich habe ihn gleich am allerersten Tag gesehen. Es war halt total krass. Da lief ein Typ rum mit blauen Hosen, die halt die meisten hatten, ein graues Hemd da angehabt, einen grauen Irokesenschnitt mit so langen Stacheln und vorne keine Zähne mehr drin. Lief er da halt rum und ja, war halt sichtlich schon länger da. So wie er die Leute da gekannt hat. Er war in Bernau Haus 1. Ich bin am Kinsel und hat nicht lange gedauert, ich glaube eine Woche oder zwei, dann haben wir uns im Hofgang schon kennengelernt gehabt und gequatscht miteinander und das war halt echt der einser Kerle. Er ist ein ganz netter Kerl, voll lustig drauf, aber in manchen Beziehungen habe ich es halt nicht verstanden, was er damit bezwecken wollte. Auf jeden Fall war es halt ein Statement. Ein politisches Statement wahrscheinlich, oder ich weiß nicht, was er damit wirklich bezwecken wollte, aber er hat halt als Ziel gehabt, immer über Weihnachten im Bunker zu sitzen und er wollte unbedingt Silvester 1999, 2000, in der, also Jahrtausendwende, wollte er im Bunker verbringen. Er hat gesagt, das ist wurscht, was ist, ich flippe hier so lange rum, müsst ihr mich im Bunker sperren, hey, damit ich halt genau da im Bunker bin. Das ist mein Ziel. Alter, erstmal ist noch ein paar Jahre hin. Und warum? Und dann sagt er, ja, pass auf, ich möchte da nicht raus mehr. Ich versuche jedes Mal so kurz vor Ende oder wenn ich draußen bin, dann passiert gleich was, dass ich gleich wieder drin bin. Mir gefällt es drin besser. Also er ist nicht schwul oder so, aber er meint, er hat auch keinen Bezug zu der Frauenwelt. Er muss sich um nichts kümmern. Er hat sein Zimmer, also seine Zelle. Er hat sein Essen. Das war ein Schweinefraß, das ist wirklich ekelhafte Fraß manchmal. Je nachdem, wer halt gerade eingesperrt ist und wer da gerade in der Küche ist. Ein Strafhaft ist aber besser als überhaupt. Auf jeden Fall sagt er, es ist ihm egal, wir stören ihn nicht. Er hat sein Essen, sein Trinken, sein Schlafen, Tabak, kann er arbeiten, ein bisschen Geld verdienen. Und er lernt einen Haufen interessante Menschen kennen. Wobei ich sagen muss, da hat er recht. Aber es war es auch schon, gell? Die Freiheit ist ja trotzdem weg. Aber ja, Punky war ein netter Kerl, so. Wir haben uns gut verstanden. Ich frage mich, was aus dem geworden ist. Ob er das wirklich durchgezogen hat oder nicht. Ob man da vielleicht sogar noch drin sitzt. Wer weiß das schon. Ja, Leute. Ich hoffe, dass die wenigsten von euch Bekanntschaft mit dem Gefängnis machen müssen, falls ihr Drogen nehmt. Ja. Auch wenn kein Gefängnis drogenfrei ist und viele Leute im Gefängnis erst anfangen. Die Welt da drin, die ist richtig kalt und grau, duster, beklemmend. Ja. Wenn du Glück hast, auch jung bist und jugendhaft irgendwo bist und vielleicht nicht in Bayern, dann kannst du vielleicht sogar eine Playstation auf deiner Zelle. Vielleicht auch als Erwachsener, wenn du nicht in Bayern sitzt. Aber wenn du in Bayern sitzt, dann hast du einen Fernseher mit vielleicht zwei, drei Sendern, die du über einen Tenne kriegst oder weiß ich nicht, heute vielleicht schon mehr, weil es gibt ja digital. Aber weißt du, das ist kein Leben und nicht erstrebenswert. Wir haben uns alle tun, so harte Typen knasten. Das ist nicht erstrebenswert. Besser ist, du setzt dich dafür ein, dass es egal wird. Peace out.